Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Radio Tell, ist es nicht eine wunderbare Zeit, der Monat Juni, der Rosenmonat? Überall in den Gärten und an Hausmauern blühen die Rosen. Und wenn sie verwelken, liegen ihre Blütenblätter leuchtend rundum auf dem Boden. Wir haben eine Coiffeuse im Parterre. Sie streut in ihrem Eingang ins Geschäft ganz viele Rosenblütenblätter, so pinkige, dass ihre Kunden können wie auf einem Rosenteppich reinkommen. Ist das nicht eine wunderschöne Idee? Zum Thema Rosen, ein Kraftfutter von der Marjolin Roth, pensionierte Pfarrerin zu Männidorf am Zürichsee. Gerade pünktlich auf Pfingsten sind das Jahr Pfingstrosen aufgegangen. Man hat im Laden können ein paar Zweige mit dem ganz zu einem Knopf kaufen. Und zuhause, wenn man es angeschnitten und in frisches Wasser gestellt hat, sind sie innerhalb von 2 Tagen immer mehr aufgegangen, bis sie ihre ganze Pracht von ihren Blüten gezeigt haben. Es gibt sie in vielen Farben, rosa, weiss, dunkelrot oder violett mit weiss zinnerst. Das Wunder mit den Pfingstrosen erinnert mich an die berühmte Rose von Jericho. Sie wachsen in den Wüstengebieten von Jordanien und Israel, am Berg Sinai und Nordafrika. Seit dem Mittelalter haben Jerusalem-Pilger sonnige Jericho-Rosen als Andenken heimgebracht. Sie blühen im Frühling und dann vertrocknen sie. Ihre Zweige werden kugelig nach innen gekrümmt und sie schützen so die Früchte und die Samen im Inneren. Und wenn es nur ein bisschen drauf regnet, geht sie auf und gibt die Samen frei, dass sie im feuchten Boden Wurzeln fassen können. Und so kann man auch eine so eine vertrocknete Jericho-Rose zuhause in einer Wasserschale beobachten, wie sie aufgeht. Und wenn sie wieder auf dem Trocknen ist, kugelt sie sich wieder ein. Und das kann man beliebig wiederholen. Darum heisst die Rose von Jericho auch Auferstehungsblume. Sie braucht nichts anderes als Wasser dazu. Sind nicht auch wir alle sonnige Jericho-Rosen? Wir brauchen doch alle Wasser, und zwar ein besonderes Wasser, dass wir aufgehen können, dass wir auferstehen können. So wie die Samaritanerin am Brunnen, wo vom Jesus Wasser des Lebens überkommt. Er sagt zu ihr, das Wasser, das ich dir geben kann, wird in deinem Herz zu einer Quelle, wo immer sprudelt und ewiges Leben spendet. Und in dem Moment vom Glauben geht der Samaritanerin ihres vertrocknete, verkorkste Leben auf und sie wird mit grosser Freude erfüllt, wie eine Rose von Jericho. Schon der Prophet Jesaja im Alten Testament weiss von dem göttlichen Wasser. Gott verheißt da im 44. Kapitel. Denn ich gieße Wasser auf das durstige Land und Ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, ich gieße meinen Geist über euren Nachkommen aus. Mit meinem Segen überschütte ich eure Kinder. Im Pfingstbericht am Anfang der Apostelgeschichte wird der Geist mit einem Sturmwind und mit Feuerflammen verglichen. Aber es heisst auch immer wieder, Gott hat im Pfingstwunder seinen Geist ausgossen, also wie Wasser nach einer schlimmen Trockenzeit. Lassen wir uns doch auch heute den Pfingstsegen zusprechen und uns davon tränken, dass wir aufgehen wie eine Rose. Gott sagt zu uns, denn ich gieße Wasser auf das durstige Land und ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, ich gieße meinen Geist über euch aus. Mit meinem Segen überschütte ich euch. Amen.